Hallo alle zusammen zum zweiten Teil unserer Reihe Neues Jagdjahr 2020-21, Drückjagd und Pirschjagd. Ich habe euch heute mal mitgebracht mein Ansitzgewehr, was ich gerne nutze für die Jagd im Hochstand oder im Ausland dann für die Jagd bei der Pirsch und bei den entsprechenden Ansitzen. Das ist also wieder ein Blasergewehr, diesmal eine R8. Die hat den Vorteil, man kann also relativ einfach die Munitions- und Abzugsgruppe herausnehmen und einsetzen. Die ist relativ schnell gesichert, indem man die Munition entnimmt. Hierbei bei dem Gewehr, beim Abzug oder beim Revidierhebel, der Vorteil, also ich habe sie vorher geprüft, Waffe ist leer, deshalb kann ich die jetzt auch mal zurevidieren. Bei der ersten Waffe, bei der R93, hatten wir ja diesen tollen Totenkopf, der da, ich sag mal, am Kinnhaken sich immer am Daumen festhängen ließ. Bei der Waffe habe ich jetzt ein anderes Modell gewählt. Also man hat jetzt hier eine verlängerte Schaft, Repetierkugel, sage ich mal, die etwas besser sich vom Daumen her greifen lässt und deshalb auch das Repetieren in einer schnellen Folge möglich macht, ohne über die herkömmliche Kugel abzurutschen. Das hat sich also bei mir sehr bewährt, gerade wenn man jetzt auch mal ein bisschen feuchte Hände hat oder eventuell im Winter sogar mal einen Handschuh anhat und so weiter, kommt es bei der Kugel vor, dass man mit dem Daumen drüber rutscht. Deshalb habe ich mir diese etwas verlängerte, ich sag's mal, Repetierkugel oder Konus geholt, um das Ganze dann entsprechend schneller zu repetieren. Ich habe hier ein Fernrohr drauf, was ja auch interessant ist, in Zeiss mit einem integrierten Entfernungsmesser. Ich habe also die Möglichkeit, mit diesem Knopf, in der sich hier unten dran befindet, die Entfernung zu meinem Ziel zu messen. Und dann, nachdem ich die Entfernung festgestellt habe, kann ich also hier im Prinzip relativ einfach mit diesem Verdrehmechanismus die notwendige Entfernung einstellen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auf 300 Meter einstellen, kann dann genau auf das Ziel justieren und braucht keine Vorhaltemaße und mehr zu beachten, sondern kann dann genau auf 200 Meter oder auf 300 Meter auf das jeweilige Stück anlegen und dann auch entsprechend präzise treffen. Das Kaliber ist wieder 3,38 Blase Magnum, hatte ich im ersten Teil schon gesagt, dass ich das für sehr akzeptabel halte. Der Vorteil bei der Waffe hier ist, dass ich noch die Möglichkeit habe, einen Schalldämpfer zu integrieren. Der Schalldämpfer, den habe ich mir jetzt hier von der Firma HS Arms organisieren lassen. Ist also der Vorteil, dass ich diese Waffe relativ schnell umrüsten kann auf eine schallgedämpfte Waffe. Gerade jetzt, wenn man mit Kameraden unterwegs, mit Jagdkameraden unterwegs ist, wo man gemeinschaftlich jagt und so weiter, im Bereich des Hochstandes und des Hochsitzes. Oder wenn man jetzt bei einer Drückjagd ist und man hat jetzt engere Stände, ist es natürlich schon angenehm, wenn man dort einen Schalldämpfer aufsetzt. Ich persönlich habe bei der Drückjagd lieber diese Gehörschützer auf. Erstmal höre ich das Wild schneller und eher durch die verstärkten durch die Verstärkung des Geräuschpegels. Aber für viele ist der Schalldämpfer heutzutage nicht mehr wegzudenken. Einfach ein gewisser Arbeitsschutz von den Jäger aus der Kanzel raus, für mich auch unverzichtbar mittlerweile. Ich finde es absolut angenehm, wenn das nicht mehr so riesig rungst, sondern wenn man den Schalldämpfer auf dem Gewehr aufgesetzt hat und dann, ich sag mal, auch die Geräuschkulisse erträglich bleibt. Ne? Wie gesagt, mit dem Gewehr war ich weltweit unterwegs. Ich schieße hier bis 550, mein weitestes 600 Meter. Lege ich hier wild, bevor der Aufschrei jetzt nach der Jagdethik kommt. Ich bin also als Jagdführer häufig in Namibia mit unterwegs gewesen. Es kommt vor, dass dann eben ein Wild angeschossen wird, was nicht gleich am Anschuss liegt. Und wenn man zu Fuß unterwegs ist in der Wüste, hat man natürlich kaum eine Chance, dem Wild dort hinterher zu pirschen. Deshalb war es mir wichtig, ein Glas zu haben, was mir die Möglichkeit bietet, diese weiten Schüsse zu machen und dann doch noch das Wild zu erlösen, bevor es dann irgendwo in der Wüste oder in der Prärie verschwindet. Hat oftmals, ich sag mal, Jäger Glück gebracht, indem man dann vielleicht noch den bannenden Schuss antragen konnte. Hat halt ja auch die Möglichkeit, eben durch diese Entfernungsmessung und durch dieses Schnelleinstellen auch flüchtendes Wild dann nochmal auf 500 Meter abzufangen. Die Kugel und das Geschoss bringen die Leistung bis dahin auf jeden Fall. Das ist meine
Waffe, mein Favorit für die entsprechenden Ansitz- und Pirschjagden. Wir haben hier jetzt im Schießkino ähnliches Pendant, genauso wieder mit Zielfernrohr und so weiter. Wir haben auch hier die Möglichkeit, mit diesem Gewinde einen Schalldämpfer aufzusetzen. Das ist wunderschön für die Schützen, die noch nie mit dem Schalldämpfer geschossen haben und die das mal kennenlernen wollen. Wir setzen also auf unsere Jagdwaffe im Trainingsbereich auch gerne mal einen Schalldämpfer auf, um für die Schützen mal das Gefühl zu entwickeln. Viele kennen den Schalldämpfer noch nicht und viele lernen halt beim Training im Schießkino bei uns dann lieben, weil es halt, ich sag mal, ungewohnt ist, jetzt das von einem Tag auf den anderen umzustellen, kann man hier bei uns im Schießkino eben entsprechend das Gewehr und die Waffe kennenlernen. Auch das Schießverhalten mit dem Schalldämpfer hat den Vorteil, der Schalldämpfer dämpft dadurch auch nochmal den Rückstoß entsprechend. Dadurch wird das Schussverhalten, ich sag mal, wesentlich eleganter. Der zweite Schuss lässt sich schnell nachziehen, indem die Waffe nicht so hoch schlägt. Und viele wollen es halt nicht mehr missen. Wir im Schießkino und die Jungs von HS bieten die verschiedensten Schalldämpfer auch hier für diese Waffen an, für jede Art von Waffen, können wir dann gerne nochmal drauf eingehen. Aber man hat die Möglichkeit, hier mal die Schalldämpferwirkung und das Verhalten der Waffe im Schuss mit dem Schalldämpfer kennenzulernen. Das sollte es erstmal von der Seite her sein.